For the upcoming Planetarium show to the stars, I composed the music and I had the joy to record some flutes with the wonderful Sandro Friedrich. He plays over 200 flutes, and at this short video you can see and hear why we choose some of the flutes, and at the end you can hear the final recordings. Have some fun! Gut, dann 68 bis 120. Dass man die Hörner komplett rausschmeißt. Jetzt kommt gleich der Titel angeflogen. Das macht das nicht Sinn für den Titel, dass so ein bisschen groß daherkommt? Man kann es natürlich mit dem Horn machen. Das macht es einfach irgendwie pathetisch und groß. Genau, ich weiß aber nicht, ob ich das wirklich haben möchte. Nichts Exotisches nehme ich an, sondern auch etwas relativ Neutrales. Ja, genau. Da können wir vielleicht doch mal mehrere Flöten probieren. Oder was auch relativ neutral daherkommt, ist eine Bansuri. Eine weitere Möglichkeit, aber die klingt ein bisschen exotisch. Vielleicht auch die hier. So. Dann hast du, glaube ich, gesagt, Impro 249 bis 23. Da hätte ich gern was Tiefes. Ich zeig dir mal das Bild dazu. Jetzt fliegen wir auf die Erde und jetzt sind wir bei den Babyloniern. Ich mache dir einen Oktav-Pitch, weil ich das Instrument gut kenne. Du kannst ja selber auch noch anprobieren, aber vermutlich ist meiner eben schon ziemlich ausgewogen. Dann haben wir es doch. Prima. Du, ich danke dir. Schön, dass wir es heute noch geschafft haben. Jo, ich bedanke mich auch. Wünsche ich dir noch einen fantastischen Mittwochabend. Ciao, Sandro. Danke, danke. Bis bald. Tschüss, Tim.
This was just a short part of the music. If you liked it, give me a thumb up, and there will come a lot of more videos how I created the score 55 minutes of music. If you have some questions or suggestions, just leave a comment and don't forget to subscribe to this channel so you won't miss in a new episode. See you the next time.